So, das ist der Mirador, zu dem wir jetzt hinlaufen. Jetzt sind wir praktisch auf einer Teerstraße. Es sind ungefähr noch gefühlte 900 Meter, wenn man nicht alles täuscht. Ja, in dem Bereich wohnen natürlich auch Menschen, wie man sieht. Teilweise sehr ungewöhnliche Behausungen haben sie gebaut. Die Kameraden da unten haben einmal ihren Wohnwagen da dort und runde Tippi-ähnliche Häuser. Es könnte sein, dass das wieder ein paar Hippies sind, die vielleicht von den Buraka-Höhlen darüber gezogen sind oder vielleicht von Anfang an schon da dort. Ja, es ist nach wie vor hervorragender Himmel, schön angenehm warm. Auf der rechten Seite sehen wir ansatzweise schon eine, ich meine, das müsste eine Weinanzucht sein, Weinrebenjunge. Einfach traumhaft. So, bevor wir auf den Aussichtspunkt gehen, melde ich mich wieder.